Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch zu einer neuen Folge der 100 Baby Challenge. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Oh, wir haben Monster unter dem Bett. Oh nein. Im letzten Part sind wir ja gescheitert an der Bergtour mit dem lieben Florent. Ich weiß, hier läuft einiges schief. So, es ist 6 Uhr morgens. Ich glaube, die Kinder haben die Hausaufgaben nicht gemacht. Wo sind die Haus? Achso, ich bin jetzt hier bei Lea. Oh, abgeschlossen, abgeschlossen. Hör mal, was ist denn hier los? Achso, du kannst noch gar keine Hausaufgaben gemacht haben. Dann hören wir doch mal rein, was hier so los ist. So, die kleinen. Oh, unser Garten. Schaut euch unseren Garten an. Ich habe das gesehen. Wer kommt hier? Wer geht? Wer kommt? Du. Ach, du unerzogenes Kind. Lea, wenn du fertig bist. Wie kommt denn eine Krähe in unser Gewächshaus? Sprich doch mal mit Meister Eder. Vogelscheuche untersuchen, plaudern. Erzähl mal einen Witz und durchsuch mal die Taschen. Du hast genug gegessen. Lass dein Kind in Ruhe. Oh, es geht los zur Schule. Die können sich immer noch nicht entscheiden, welche Farbe ihre Schuluniform hat. Gehst du zur Schule, bitte? Und du bitte auch. Achso, du duschst noch. Oh. Okay. Nein. Nein, sie soll zur Schule gehen. Diese Kinder, außer Rand und Band hier. Was machen denn die Jüngsten? Ah, jetzt habe ich hier gar nicht geguckt. Was ist hier los? Was geschieht hier? Leidet ein Kind Hunger? Nein. Oh, mega verkauft, 2000. Dann verkauf doch mal alles. Und hast du den Samen? Was ist jetzt passiert? Sah sie vorher schon so aus? Nee, ne? Geh doch mal auf Klühchen. Dann badest du den kleinen Mann. Ist heute eigentlich irgendein Geburtstag? Oh, wir feiern heute Geburtstag. Juhu. Mal wieder. Kommt ja so selten vor bei uns. Oh wei, dann müssen wir erstmal aufräumen. Okay, ich helfe. Das ganze Gemüse muss mal weg. Oh, hier können wir auch noch mal ernten. Das können wir sogar weiterentwickeln. Dann verkauf doch mal alles. Was ist hier passiert? Oh, Lea hat sich als Vorsatz gesetzt, abzunehmen. Ja, Ivy, ne? Das ist kritisch. Ich glaube, das kriegen wir nicht mehr hin. Okay, wer kriegt denn hier das ganze Gemüse? Stopfen wir das doch mal irgendwo hier rein. Ein Kind muss noch gebadet werden. Du solltest den doch baden. Meine Fresse, diese Kinder, ey. Gehen mir tierisch auf die Nerven. Ah, Durchschnitt ermitteln. Die letzte Mathearbeit von Dennis Carsten war nicht gerade überragend. Er hat eine mittelprächtige Note bekommen, die seinen Durchschnitt verderben könnte. Soll er um eine Zusatzprüfung bitten oder einfach hart arbeiten, um beim nächsten Mal eine gute Note zu schreiben? Hey, versuch doch eine Zusatzprüfung. Eine kleine Lektion fürs Leben zu erteilen, das er von Anfang an hätte, hätte. Na gut, versuch was wert. So, sehr schön. Kind wird jetzt hoffentlich gebadet. Wo rennt meine Katze hin? Nirgendwo.
Da legt sie sich hin. Oh, wie süß. So, wie war dein Name? Kentaro. Genau. Wisch mal und räum mal auf. Wir feiern nämlich heute Geburtstag. Dafür müssen wir noch ein bisschen was vorbereiten. Okay, er sieht gut aus. Er stinkt noch und hat Hunger. Das irritiert mich. Irgendwas läuft hier falsch. Ist doch mal was? Ja. Ist er schon weg? Das feiern wir mit einer wilden Party. Okay. Kind Nummer 1 ist gewaschen. Jetzt wasch doch mal bitte noch das andere Kind. Ach, welches ist es denn jetzt? Das hier? Glaube schon. Ach, ich hätte ja so Lust, neue Kinder zu machen. Ich ärgere mich jetzt richtig, dass wir jetzt gleich zum Anfang zweimal Zwillinge bekommen haben. Und mir danach erst die Idee eingefallen ist, dass ihr doch die Männer in den Kostümen verstecken könnt. Jetzt müssen wir so lange warten, bis die ersten beiden erwachsen sind und ausziehen können. Wir können ja mal gucken. Oh Gott, er ist ganz müde. Wir gucken doch mal. Er ist Zweier-Oberschüler. Wenn er Einser-Oberschüler ist, können wir ihn ausziehen lassen. Das heißt, er muss jetzt nur noch eine Fähigkeit Level 3 erreichen. Das sieht schlecht aus. Ich kaufe mal am besten einen Spiegel. Den packen wir hier mal in den Flur. Ah nee, das nervt mich immer, wenn man... Den packen wir daran. Dann kann er ein bisschen Charisma lernen, wenn er Stufe 3 hat. Dann können wir ihn altern lassen. Oh no. Oh, so viel Neues hier. Hör mal. Ein Spiegel. Nehmen wir doch bitte den günstigsten. So. Guck mal hier, das reicht doch. Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Okay, wenn er nach Hause kommt, dann muss er erstmal pennen. Na du, das ist dein Job. Mach mal hier schön sauber und ärgere dich nicht über den Dreck. Hier, hast noch was vor dir, junger Mann. Fang mal unten an. Wir möchten unten eine Party feiern. Ach, Junge. Passt doch mal ein bisschen auf hier. So, wen laden wir denn zum Geburtstag ein? Och, diese Kinder, ey. Nee. Unerzogen hoch 10. Hier liegt noch eine Zwiebel. Oh, Lia ist total müde. Scheiße. Hey, du stinkst? Warum stinkst du, Lia? Ach so, ich habe gar nicht Lea hier drin. Dann nimm doch mal bitte eine schnelle... Was? Deine Sims können ihre Kleider nicht in Anwesenheit eines Kindes ablegen. Das ist die Mutter. Also, hast du jetzt schon wieder dein Gemüse hier hingeschmissen, Junge? Ich glaube, der hat keine Lust mehr auf sein Gemüse. Oh nee, wie viel ist denn das hier noch? Weint sie gerade beim Duschen? Oh Gott. Der, mich stört jetzt, dass du total müde bist. Geh doch mal, mach mal so ein Powernap hier. Wir haben noch gar keine Couch. Okay. Ich schicke die Kinder jetzt mal schnell. Ach, die gehen schon von alleine schlafen. Na denn? So, ab ins Bett. Lea schläft auch mal kurz. Und danach backst du einen Kuchen. Das war bei Kochen, oder war es bei Backen? Was nehmen wir? Ein Schokokuchen. Schokokuchen geht immer. Obwohl, ich stehe ja lieber so auf Käsekuchen. Ich habe da ein richtig geiles Rezept.
Fragt mich, wenn ihr ein super leckeres Rezept für Käsekuchen haben wollt. Und dieses Rezept ist todsicher. Ihr kriegt damit einen richtig schön fluffigen, super leckeren Käsekuchen hin. Und ihr könnt selbst entscheiden, ob da Zitrone drin ist oder nicht. Mega. Hätte ich jetzt total Lust drauf. Aber auf Plätzchen hätte ich. Oh, Meister Eder! Mach mal was. Zeig mal, mach mal was. Hallo? Lea, du kannst schon mal den Kuchen machen. Jetzt steht ja nur rum. Weil im Garten nichts zu machen ist, denke ich mir. Aber der düngt, glaube ich, nicht, ne? Ich glaube nicht, dass er düngt. Jetzt macht er was. Huhu. Das ist ja cool. Hallo? Wie er genau in die Kamera guckt. Hallöchen. Er macht aber nix. Hallo? Er zieht die Schuhe. Der kommt bei mir rein. Ah, ist das cool. Wie geil ist das denn? Boomer Schmiesney? Oh, Joree. Ist das mega? Nina or Bees? Ist der jetzt in meiner F Babe, Der ist jetzt da oben in out meiner of Liste book. drin. Yib, Saguenario. Halt, bevor hier wieder irgendwas gegessen wird. Achso, die Torte muss sich in der Mitte befinden, warum auch immer. Geburtstagskerzen hinzufügen. So, dann lade doch mal ein den Tobias. Wir laden ein die ganze Familie. Chris Lee. Das erste Mal, dass der sich meldet. Hey Lea, ich bin's Chris. Wie wär's mit einer Verabredung? Kaffee? Hase und Igel. Chris, wir feiern gerade eine Geburtstagsparty. Tut mir echt leid. Ich freue mich aber, dass du dich gemeldet hast. Vielleicht ein andermal. Wo bin ich denn hier stehen geblieben? Der Martin kommt auch noch. Die Sky kommt noch. Und das reicht dann auch. Ich spule vor. Huch, wer klopft? Komm rein, komm rein. Oh, die Kindies sind zurück. Die gehen erstmal ganz schnell schlafen. Ja. Schlafen, schlafen, schlafen. Aber alle Mann rein ins Bett. Du nicht. Du machst direkt mal deine Hausaufgaben. Wo sind sie? Dort. Hausaufgaben machen. Unten geht die Party los. Hatte nicht irgendjemand ein hier? So. Kaputt. Dann machen wir das schnell mal ganz. Was schreist du dann am Telefon an? Du lädst zu einer Party ein. Ein bisschen Blues. Liegt schon wieder eine Möhre. Mann, kann doch nicht sein. Warum gehen denn jetzt alle nach oben? Hä? Wo sind meine Gäste hin? Tretet ein. Machen Sie wieder nicht. Dann müssen jetzt die Kinder runter. Es wird Geburtstag gefeiert. Und? Eng anhänglich? Ach nee. Vegetarisch. Na gut, er hat ja eh schon die ganze Zeit Gemüse gegessen. Oh nein, was ist denn jetzt hier los? Bitte sag nicht, dass mein Spiel abgestürzt ist. Vegetarisch, echt. Nee, die ganze Zeit mit Gemüse gefuttert. Was nehmen wir denn jetzt hier? Was hatten wir denn schon? Ich weiß es gar nicht mehr.
Wir nehmen mal kreativ. Kreatives Wunderkind. Jep. Hallo. Hallo, Gerolf. Gut siehst du aus. Dieses Spiel schafft mich, ey. Nee. So, der nächste. Helfen, Kerzen auszupusten. Heinz Frithjof. Ab geht's. Ey Leute, wollen wir die so lassen oder soll ich die umgestalten? Ich fand ja ich fand ja den Dennis schon so richtig cool. Ich glaube, wir lassen die Kinder einfach mal. Wir lassen die jetzt so, wie das Spiel erstellt. So, Nummer 2. Ich muss sie mal kurz, ihn, wer auch immer das jetzt hier ist. Ich muss da einfach mal ein Foto machen. Das ist zu geil. So. Und du? Warum? Achso, er wird jetzt gerade älter. Er geht nur raus. Weil er sich denkt, Mann, wenn ich jetzt auch so scheiße aussehe, was passiert dann? Versteht das eine? Eine ausgeglichene Mahlzeit. Na klar, ist ruhig Dreck. Ah, was für eine Frage. Er geht echt raus zum Größerwerden. Was? Okay, er war vorher albern. Passt perfekt und wird ein Spinner. Und Spinner sind, tja. Ich würde gern mental nehmen. Ja. Hallo. Geh mal schnell duschen, bevor ich ein Bild von dir mache. Nimm mal eine schnelle Dusche. Herrlich, die beiden. Aber er sieht schon ganz cool aus, ne? Und der Gerolf, der ist halt auch was ganz Besonderes. Ach nee. Lea, du wolltest abspecken? Hast du dir als Vorsatz genommen? Dann geh doch mal eine Runde joggen. Los. Auf geht's. Ich muss das jetzt mal kurz speichern. Ich möchte, dass die Kinder mir so erhalten bleiben. Nicht, dass das jetzt alles abstürzt und ich das so nicht mehr zurückkriege. Ach nee. Dieses Spiel. Der Wahnsinn. So. Die Torte fliegt gleich weg, sonst werdet ihr alle nur noch dicker. Du machst dann direkt mal deine Hausaufgaben. Du hast ein Hüngerchen. Nimm dir dann doch mal ein paar Reste. Obwohl ich mir, glaube ich, dieses... wie heißt denn das? Diesen Topf, diesen Eintopf da in die Mitte stellen würde. Okay, das Gemüse geht alles bitte an den... Wie heißt er? Rudi? Leute, hier steigt eine Party. Macht euch doch mal locker und tanzt hier ein bisschen. Mäuselchen, was denn mit dir los? Hast du deine Hausaufgaben schon gemacht? Dann mach doch mal ein paar Zusatzaufgaben. Sie wird, die können wir dann auch altern lassen. Das ist schon krass, sie braucht aber... Stufe 4, achso, Stufe 4. Nee, das machen wir heute nicht mehr, die sieht eh schon nicht mehr so gut aus. So, Lea, du bist zurück. Hast du abgenommen? Hat nicht abgenommen. Man kennt's auch, ne? Man geht einmal kurz joggen und dann hat man sofort 5 Kilo weniger. So, Leute, ich kaufe jetzt noch einmal eine schöne Lampe. So, da ist sie ja. Eine Pokémon-Lampe und noch eine Pokémon-Lampe. So. Dann entsorgen wir gleich die beiden Betten und kaufen hier nochmal.
So, es wird langsam knapp. Obwohl, da passt noch ein Bettchen rein. Okay. Oh, da guckt euch mal an, wie viel Kohle wir haben. Ich glaube, da können wir doch mal ein bisschen was umgestalten, meint ihr nicht? Das machen wir in der nächsten Folge. Auf jeden Fall. So, Leute, ich weiß nicht, wer dieser Typ hier ist, der um 21 Uhr immer noch bei uns rumhängt. Ich werde mal die Rasselbande hier auf Vordermann bringen, damit die für den nächsten Tag fit sind, damit auch vielleicht noch einige ihre Hausaufgaben machen. Damit würde ich dann aber auch diesen Part hier beenden. Freut mich, dass ihr mit dabei wart. Ihr wisst, am Ende gibt es wie immer ein kleines Zitat. Also bleibt kurz dran und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Tschüss! Einsamkeit ist ein treuer Freund.